Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben, weil hier die Panzerkugeln geklaut worden sind von den armen Koopas, die sehr, sehr traurig sind. Und ich habe gerade nochmal ins Menü geguckt und wisst ihr, was ich gefunden habe? Eine Karte! Guck mal, da können wir schön den Verlauf sehen, wo wir schon über lang gelaufen sind. Und ganz cool, auf der rechten Seite steht sogar, wie viele Toads man gerettet hat und wie viele grundlose Löcher man repariert hat und so weiter und so fort. Und wir sehen, im Picknickpark fehlen mir einfach noch 18% der Toads und ich habe schon 80 Milliarden Toads gefunden. Und ja, damit aber hier im Pfad nichts mehr einfällt, gehen wir jetzt den Berg nach oben. Ich frage mich ja, ob das derselbe Berg ist, wo jetzt das Schloss ist. Ich denke mal nicht. Und ich hoffe, dass heute mal keine technischen Probleme hier aufkommen. Wie in den letzten Parts schon wieder. Hm, sieh mal, die rote Luftschlange. Da hoch zu klettern ist doch kein Problem für dich, oder? Also für deine Beine. Klar, und ich nehme dich natürlich mit. Ach, was rede ich denn da? Du bist Mario, klar schaffst du das. Und ich mach mir so lange in deiner Tasche bequem. Ja, so siehst du auch aus, Olivia. Ja, ich hatte leider gestern in der letzten Folge... Ding dong ding dong. Das Zubehörgeschäft in Toadtown hat eröffnet. Krass. Panoramaturm voraus. Dieser Pfad führt direkt zum Panoramaturm. Mario. Mario? Ja, das sieht nicht doch aus, als wenn das ein Toad wäre. Danke, dass du den Schild gespielt hast. Ah, wenn du auf dem Weg bleibst, führt er dich ganz nach oben, Mario. Frag lieber nicht, wie lange ich hier schon darauf warte, dir das zu sagen. Ach, er hat mir das gesagt. Ich habe das gar nicht gelesen. Und ich sage noch, frag lieber nicht. Ja, sorry. Ja, ich hatte in der letzten Folge leider das Problem, dass die ersten... Ah, die kommen hier einfach runtergehüpft. Was ist denn mit denen los? Dass die ersten Minuten oder die erste Minute im Part leider so grün war und sonst irgendwie das alles schwarz war. Das war sehr merkwürdig. Ja, die fallen hin. Die weichen einfach aus. Was ist denn los mit denen? Und ja, das war blöd, weil dann war die erste Minute halt voll kacke. Zum Glück ist ja in der ersten Minute nicht so viel passiert. Aber ja, oh, ich muss mich konzentrieren, ne? Was muss ich denn hier eigentlich machen? Sieht so aus... Nee. Warte, ich habe zwei Züge, das heißt, ich muss die... Warte mal, Mario! Ich muss die doch einfach nur so... Und den auch zwei nach da, genau. Im letzten Part ist mir auch schon wieder was Dummes passiert, als ich hier gekämpft habe. Oh, habe ich jetzt endlich raus? Das wäre ja krass. Aber das sieht man immer erst im Nachhinein. Während man spielt, ist man voll unter Stress und so. Und dann kann man Gehirn natürlich nicht denken. Aber ich... Krass. Hä? Ich habe es nicht geübt. Ich habe plötzlich das Timing hier raus mit dem Springen. Was ist los? Aber ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zu konzentrieren bei diesen Rätseln, weil das ist ja peinlich, wenn ich das nicht hinbekomme. Und natürlich war das nur einer. Jetzt muss ich gegen den anderen auch noch kämpfen. Sieht das kompliziert aus? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, der muss einfach zwei nach da und der dann zwei zurück. Ja, wow, okay. Die sind super easy. Okay, ich glaube, ich habe das jetzt sogar mit dem Sprung-Command raus. Dreimal hintereinander alle vier treffen? Das kann kein Zufall mehr sein. Leute, hä? Was ist da passiert seit dem letzten Mal? Ich raff's nicht, okay. Aber ich habe auch nichts dagegen. Oh, ein neuer Gegner. Und wir kriegen wieder neue Eisenstiefel. Die können wir dann auch für die verwenden. Sehr gut. Dann können wir endlich mal neue Items benutzen. Das habe ich nämlich auch schon gewünscht. Wenn wir jetzt nämlich mit den normalen Stiefeln auf die raufgehen würden, dann würden wir Damage bekommen. Aber ein Glück haben wir die Eisenstiefel. Die zu einem, glaube ich, mehr Damage machen und zum anderen halt verhindern. Ja, die machen mehr Damage. Und zum anderen verhindern, dass uns die Stacheln Schaden machen. Ist logisch, oder? Gegen alles gewappnet hier. Ein Herz für Insekten. Seid nett zu unseren vielen... einigen Freunden und nähert euch langsam. Hat das der... Wie hieß der aus Animal Crossing? Flick? Ja, Flick. Hat das der Flick geschrieben? Das wäre witzig, wenn der Flick jetzt hier in Paper Mario wäre. Ja komm, jetzt mach die Bank doch endlich mal heil. Ich habe zwar keine Leben verloren, aber für Olivia setze ich mich da mal hin. Ah, wie schön. Ah, hör genau hin. Ich höre doch was. Das muss der Fluss sein, der da sagt Plitsch, Platsch. Huch, hör mal noch genauer hin. Ach, die Fische sagen was. Ihre Sprünge sagen Plotsch und Plutsch. Wie faszinierend. Oh, Olivia wird ja richtig sentimental, wenn man auf die... wenn man sich auf die Bänke setzt. Huch, oh, bist du ein kleiner Tod? Bist du ein kleiner Tod? Wo führst du mich hin? Hallo? Oh nein, ist das wieder ein Rätsel? Nein, ich bin schlecht in Rätseln. Moment, ich habe das in der letzten Folge auch schon nicht hinbekommen. Okay, das machen wir später. Mein Gehör ist zu dumm dafür. Finde ich aber witzig, dass Nintendo sowas einbaut, wo man dann... tatsächlich die nicht nur schlagen muss, sondern sich da auch irgendwas überlegen muss, dass man die schlagen kann. Da versteckt sich wieder ein neuer Gegner. Hi. Also langsam nimmt das Game auf jeden Fall an Fahrt auf. Machen wir das lieber so. Dann sind die alle auf einer Seite. Und den bringen wir darüber. Genau. Easy Game. Genau, wer die Gegner noch nicht kennt, die haben halt Flügel. Heißt, man kann die, glaube ich, nicht... Doch, man kann die auch mit dem Hammer angreifen. Dann ist es ja dumm, dass sie Flügel haben. Egal, auf jeden Fall, wenn man sie trifft mit irgendeiner Attacke, meistens mit dem Sprung,
dann verlieren sie ihre Flügel. Oh, die überleben das sogar. Oh, dann sind die Flügel so... Okay, ich greife dir nochmal an, damit nicht alle angreifen zumindest. Dann sind die Flügel wie so ein Guardian Angel aus League of Legends. Die haben einfach zwei Leben. Boah, das ist ja heftig. Nee, bitte, aua, nein, aua, aua, aua. Ja, hä, voll die Prügelei. Das ist doch ein Mobkreis, wenn ihr das macht. So, alle auf eine Seite. Ich hoffe, wir haben wieder zwei Aktionen. Nein, jetzt habe ich sogar nur eine Aktion. Damit kriege ich die aber nicht tot. Oh mein Guschnis, ich werde einfach sterben. Hätte ich hier vielleicht die anderen Stiefel einsetzen sollen? Das fehlt mir noch, dass ich weiß, wie viele Leben die Gegner haben. Dass ich das... dass ich das irgendwie rausbekommen kann. Guck mal, die Goombas, die keine Flügel haben, die machen sogar weniger Damage. Alter, so viele neue Sachen, die ich hier lerne. Tja, sorry, ihr kleinen Goombas ohne Flügel. Erst habe ich euch die Flügel gestutzt und jetzt stutze ich euch euer Leben einfach weg. Sorry, aber das ist halt Mario. Mario tötet Sachen, ob es euch gefällt oder nicht. Was sollen Goombas eigentlich darstellen? Habe ich schon immer gefragt. Das sind schon Pilze, oder? Aber warum mag er die einen Pilze? Also wie, ja. Hi, Gegner. Wieso mag er die Toads, aber die Goombas dann nicht? Das finde ich sehr merkwürdig. Ein bisschen rassistisch. Lol, jetzt liegen die alle auf dem Rücken, weil ich den Erstschlag gemacht habe. Oder was? Das wäre natürlich auch mega gut. So, okay, das sollte auch relativ einfach sein. Nee, ist es nicht. Warte mal, doch ist es. Einfach den dahin. Dann wieder wechseln und ihn da reinpacken. Ja. Okay, aber mit verschiedenen Gegnern. Damit, die haben sogar überlebt. Wird das natürlich jetzt auch immer schwieriger. Und die haben sich jetzt wieder aufgestellt. Aber ich habe ja zum Glück auch noch einen Hammer, mit dem ich trotzdem alle treffe. Hammer Time! So, du warst kein Tod. Ja, aber wie komme ich denn jetzt... Hä, das sind sogar zwei einfach. Das sind drei. Klonen die sich? Ist das hier eine... Moment, warte doch mal. Ist das hier eine... Hallo! Bitte bleib sich stehen. Was soll ich denn da? Ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Habe ich einen Lockstoff oder so? Okay, ich schleiche mich an die an. Guck, jetzt guckt er nicht in meine Richtung. Ist das... Das muss man wirklich so machen, ne? Wenn er einen nicht... Okay, ich mach was anderes. Ich schicke die alle in eine Richtung. Hier, geh zu den anderen. Geh zu den anderen. Und zwar sofort. Hä? Okay, man muss sie doch einfach nur schlagen. Ich bin hier ein bisschen verarscht. Hey, ich war einen Tag lang in Grashüpfer und ich habe gar nichts ausgelernt. Grashüpfen ist eine Süde. Und die anderen? Mann, aber wie soll man das denn machen? Okay, man muss, glaube ich... Da, er ist hingefallen. Ach, man muss neben die schlagen. Werde ich jemals wieder hüpfen? Aber ja! So, man muss nicht nur... Man muss, glaube ich, einfach nur langsam rangehen. Ja, man darf nicht so hektisch sein. In der Ruhe liegt die Kraft. Danke, Mario! Ich habe von lauter Hüpfen meine Beine schon fast nicht mehr gespürt! Gerne. So, drei weitere Toads. Gewaited. Gewaited, der lungert doch schon wieder ein Bösewicht. Ganz schön viele Kämpfe hier heute. Okay, ich glaube, den erstmal darüber. Ja, ist auch easy. Oder ist es das? Ist es nicht? Doch, hier, ich kann die ja in so eine Hammer-Formation bringen. Genau, okay. Alles cool. Dann stiefel ich die einen weg. Weil, wir haben ja jetzt gelernt, ohne Flügel machen die weniger Damage. Und die anderen schlage ich dann mit dem Hammer. Die überleben zwar alle, heißt, ich werde Damage bekommen. Aber sehr viel weniger, als wenn die alle noch ihre Flügel hätten. Ja. Oh, sogar ein mega krasser Schlag. Nein, die haben ihre Flügel behalten. Die verlieren ihre Flügel. Oh, was passiert denn jetzt? Yo, machen die viel Damage. Aber sie töten sich? Was sind das denn für Selbstmordattentäter? Okay, die verlieren ihre Flügel nur, wenn man auf sie raufhüpft. Das ist sehr interessant. So, und... Keine Ahnung, ist das... Nein! Oh nein, was mache ich denn jetzt? Oh, warte. Wir machen das so und bringen die alle in eine Reihe. Und denen geht's schon nicht gut. Ja, komm. Die sind einfach weg. Egal, ob sie Flügel haben oder nicht. Okay, das heißt, die Flügel bewahren sie nicht vor den Tod, sondern die haben einfach mehr Leben als die normalen Goombas. So, und ich kann mir vorstellen, dass der Typ da ein Shop-Typi ist. Da haben wir unsere erste Röhre, Leute. Wow! Der irgendwelche tollen Medaillen verkauft. Ich glaube, das ist mal der Medaillenhändler. So, danke fürs Money. Das brauche ich bestimmt für die Medaillen. Und ihr seid nicht böse, ne? Barfüchse, Rabattheft, Ritter und Gutschein-Genies, aufgepasst! Du da, der fiedele Mann mit dem prächtigen Schnauzer, darf er dich vielleicht für ein goldenes Angebot interessieren? Aber sicher doch. Ohren gespitzt, liebe Leute, dieses außergewöhnliche Angebot gibt es nur hier und nur heute. Ein echtes Schnäppchen, jawoll!
Bäm. Weidet euch an der Wunderkugel. Das runde Allround-Talent unter den Alleskönnern. Ein echtes Unikat. Wahnsinn, schaut doch, Leute. Das ist ja eine Panzerkugel. Die brauche ich. Gemacht, Wertinteressenten. Mein Kleinod. Very interesting. Doch wenn's verkauft ist, ist es futsch. Und die Chancen auf ein solches Schnäppchen kommt so schnell nicht wieder. Also, schlagen Sie zu. Das Angebot startet bei 10.000 Münzen. Nur 10.000 Münzen für dieses unentbehrliche Rarität. Oh, was für eine Summe. Was? Nein, das ist viel zu viel. Ich kauf's nicht. Ich lass mich doch nicht übers Ohr hauen. Oho, die Interessenten üben sich wohl noch in Geduld wie na gut. Doch im Ernst, wer wird denn nun einen vielversprechenden Moment ungenutzt zerstreichen lassen? Ich besitze ein unschätzbares Kleinod und ihr habt leckere Münzen, da wird man doch zusammenfinden. In diesem Sinne, ich kann mich zwar kaum dazu durchringen, doch hiermit biete ich einen nie dagewesenen Rabatt. Für extrem begrenzte Zeit könnt ihr dieses Artefakt zum Tiefpreis von 5000 Münzen erwerben. Na, das ist doch was. Los, wer schlägt zu? Das ist immer noch eine ganze Menge. Zum halben Preis? Kein schlechtes Angebot. Nein, ja, wieso sagen die mir das? Ihr steckt doch alle unter einer Decke, ich kauf das nicht. Weil das, ich mach das ja nur für die Gumbas. Dann legt wenigstens was dazu. Dann lasst das durch, sagen wir fünf. Lasst das durch fünf teilen. Jeder Tausender und dann sind wir gut dabei. Na gut, das entwickelt sich hier langsam zu einer echt schwierigen Situation. Ich möchte etwas verkaufen und ihr möchtet etwas kaufen. Treffen wir uns in der Mitte, genau wie dieses prächtige Schnurrbart. Na schön, ich nenne einfach mal eine Zahl. 3000 Münzen, das war's, mein letztes Angebot. Oh, warum habe ich nicht mehr Münzen mitgenommen? Hui, 3000, schnipp, schnapp, Schnäppchen. Nein, gib mir das umsonst. Das gehört eh nicht dir, du hast es geklaut. Ach, ich hätte es ja nie zu tun gewagt, doch nun zwingt ihr mich dazu. Das habt ihr nun davon. Und zwar zu einem Preis, quasi billiger als Geschenk. 2000 Münzen, billig, wer ist willig? Oh, unmöglich, uff, günstiger geht's ja nicht. Was labert ihr mich voll? Nein. Ich gebe dir 200, ich habe 200. Das soll wohl ein Witz sein, immer noch kein Käufer. Zäh. Das halte ich nicht aus. Soll ich euch mein letztes Hemd gleich dazugeben? 1000 Münzen. Bitte kauft mir das Ding ab. Jetzt kauft es bestimmt gleich wer. Ich will's. Ich kann's nicht glauben. Ja, dann nimmt es doch einfach. Ist doch sowieso euers. Nee, ich kauf's nicht. Jetzt will ich gar nicht mehr verkaufen. Bei dem Preis sollte ich's behalten. Ach, aber ihr habt mich an den Tag erwischt, an dem die Miete fällig ist. Mein Verlust, euer Gewinn. 500 Münzen. Jetzt oder nie. Oh, die Versuchung ist groß. Sollen wir zusammenlegen? Ich fass es nicht. Ja, zusammenlegen ist eine gute Idee. Aber nein, ich habe nur 200. Sorry. Ach, ich hatte gehofft, dass es nicht so weit kommen würde. Das gibt Ärger mit der Bank. Ich möchte doch nur 300 Münzen für dieses Ding haben. Bitte, ich flehe euch an. Leute, denkt ihr, was ich denke? Ich auch. 100 Münzen hätte ich. Ja, ich habe 200. Wenn du noch 100 Münzen runtergehst, dann ist okay. Oder wenn ich die 100 Münzen von den einen Cooper bekomme. Also ich hab 200. Für 200 würde ich es nehmen. Unglaublich. Ich selbst habe doch mehr dafür bezahlt und ihr wollt es immer noch nicht kaufen. Wir nehmen es. Leute, wenn wir alle zusammenlegen, muss jeder von uns nur 100 Münzen zahlen. Gute Idee. Ich sehe keine Nachteile, so machen wir es. Verkauft an die drei cleveren Coopers, die mich alten Maulwurf und seine goldene Nase gebracht haben. Ha! Herzlichen Glückwunsch, ihr Coopers. Für 100 weniger hätte ich es selbst mitgenommen. Jetzt können sie es anbieten. Okay, aber brauche ich die nicht? Muss ich die nicht zurückbringen oder so? Oh, hallo Mario, lass mich raten. Du möchtest ein Selfie von dir und der Panzerkugel machen, die wir gerade gekauft haben. Wie, du möchtest sie kaufen? Aber dazu hattest du doch eben ganz viele Gelegenheiten. Jetzt wollen meine Freunde und ich sie auch behalten. Genau, wir haben schon einen Plan ausgearbeitet, wer sie wann haben darf. An Tagen, die auf G enden, bin ich dran. Donnerstag, Dienstag, Montag, Freitag, alle G, Sonntag, Samstag. Nur den Mittwoch nicht. Also er hat sie an allen Tagen und die beiden anderen müssen sich das am Mittwoch noch teilen. Ich meine, wenn du uns so 500 Münzen geben würdest, also jedem von uns, dann würden wir übers Verkaufen nachdenken. Das macht dann insgesamt 1500 Münzen. Was meinst du? Naja, wie auch eben schon gesagt, ich habe 200. Würdet ihr mir das für 200 verkaufen? Nicht, kein Problem. Du weißt ja, wo du es findest, falls du deine Meinung änderst. Nein, ich hätte es für 300 haben können und jetzt muss ich 1500 zahlen. Ich habe aber nur 200. Was soll ich tun? Okay. Ja, ich will's nicht. Tschüss, Coopers. Habt Spaß mit eurer Kugel. I don't care über eure blöde Kugel. Na sowas, das ist ja aber eine schicke glänzende Röhre und dann auch noch in einem so fröhlichen Rot. Hatten wir nicht irgendwann von einer Abkürzungsröhre gehört? Ja, habe ich mir gedacht. Und da ist sogar eine 1 dran, genauso wie im Museum. Blam. Nice. Schauen wir uns gleich an. Oh, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Warum bist du ein Toad? Wie so eine Kakerlake unterm Stein. Oh, ich danke meinen Freunden und meiner Familie und meinem Trainer und meinen Lehrern und allen Toads, die an mich geglaubt haben. Das hier ist für euch.
Ja, er hat gut geschauspielert. Ein sehr guter Stein. Oh, Leben. Danke. Brauche ich sogar. Ich glaube, ich komme nicht drum rum, dann diese blöde Kugel zu kaufen, oder? Früher oder später. Das ist natürlich jetzt ein bisschen belastend, muss ich sagen. Dass ich den jetzt doch für 1500 kaufen muss. Aber machen wir später. Ich habe da keine Lust zu. Vielleicht lassen die sich ja auch noch überreden, dass ich sie für 200 bekomme. Kannst du bitte nicht die Brücke auffressen, während ich darüber gehen will? Das wäre voll Knorke. Was willst du, hä? Aua! Tja, an dir komme ich wohl nicht vorbei. Abenteuer zu Ende. Oh, du hast dich umgedreht. Deine größte Schwachstelle, du Dummkopf. Bin gar nicht hier. Dreh ich wieder um. Sehr gut. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Oh mein Gott, ist der dumm. Haha, und nochmal. Und, ah, oh Gott, bitte nicht nochmal wehtun. Oh, das war knappi. So, du bist auf meinen Trick reingefallen. Jetzt habe ich dich mit dem Seitenhieb zerschlagen. Dummerchen, Dummerchen, Dummerchen. Da ist ein Tod versteckt. Halt dich gut fest, kleiner Tod. Du bist gleich gerettet. Kannst loslassen. Lass mich in Ruhe, ihr Feldfried. Ich werde euch niemals ergeben. Niemals. Jetzt komm da runter. Du bist safe. Wie süß. Mario? Oh, zum Glück bist du es. Ich wollte mich schon ergeben. So viel zum Niemals. Aber sag niemals nie, nicht wahr? Ach man, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich diese Kugel doch für den fünffachen Preis von dem, wie ich es haben könnte, kaufen muss. Hallo, ist ja vielleicht ein Toad? Ich habe schon mal einen. Hat der Busch sich gerade bewegt? Ja, der Busch hat sich bewegt. Okay, ich habe mir nicht eingebildet, da bin ich froh. Dachte schon, ich bin plötzlich verrückt geworden. Das sieht aber... Nee, nevermind. Wir müssen den einfach... Wir haben drei Züge. Mist, wie... Ah, ich habe auch gar keine Zeit. Okay, ich glaube, das war schon mal super dumm. Ja. Scheiße, warte, ich brauche... Nee, okay, ich habe hier einfach gar nichts gemacht. Mein Brain ist einfach AFK gegangen. Ich wollte die Toads um Hilfe bitten. Das war bestimmt... Also ich hatte drei Züge, ich hätte einfach nur die beiden, die halt falsch waren, nach unten duddeln müssen und dann da reinpacken sollen. Aber da war ich ein bisschen zu dumm für. Tja, da habe ich die drei Damages aber verdient. Aua, aua, das tat weh. Aber zum Glück gerade so überlebt, Manda. Oh, da kommt sogar ein Faltarm raus. So. Uff, das ist ja noch eine Kugel. Ob das ein Gegner ist? Das sind staubtrocken auf jeden Fall. Oh, Wahnsinn, Mario, das ist ja total interessant, aber auch ein bisschen gruselig. Das ist das Skelett eines Koopas. Der muss hier eingeschlossen worden sein, der arme Kerl. Okay. Der lebt doch sicher noch. Oh, deine müden Knochen aus, Koopa. Jetzt bist du an einem besseren Ort. Ja, genau. Oh, er lebt ja sogar noch. Klack, klack, klack. Bin gar kein Koopa und mir geht's gut. Ich bin noch ein Kind nach den Tagen. Ach, ist der lieb? Der ist lieb. Ach, er hat so richtig glücklich ausgesehen. Wir werden ihn niemals vergessen. Was gibt's hier unten? Hat jemand Pilze angeerntet? Lass sie mal alle, also angepflanzt, lass sie mal ernten. Oh, wie grausam, mich einfach in den Boden zu stecken. Wie einen ganz gewöhnlichen Pilz. Unverschämt. Und, bist du ein bisschen netter? Ja, du bist netter. Oh, danke. Bitte hilf auch meinen Freunden, ja? La, was ist das denn hier? Das ist einfach nur eine Hand, okay. Hallöchen. Huch. Er wird einfach gefressen. Aufhören, das kitzelt. Oh, er hat einen besten Freund gefunden. Knuffig. Er ist einfach nur... Was? Wie brutal ist das denn? Ah! Ein Kopf. Aber ein glücklicher Kopf. Du bist nun verflucht vom Geister-Todkopf. Ich mach's unter Spaß. Mein Körper ist einfach nur hinter mir ich gefaltet, siehst du? Das ist so witzig. Du bist bestimmt... Doch, du bist auch ein Tod. Okay. Oh, ich war am tiefsten vergraben, weil sie vor mir am meisten Angst hatten. Und nun wird die Rache mein sein. I like it. Oh mein Gott. Jedes Mal. Ich mag es jedes Mal. Ich mag die Tod sehr gerne. Komme ich hier auch irgendwie runter? Kann ich das irgendwie als Schlitten... Oh, kann man hier einfach runtergehen? Tatsache. Oh, ein armer Koopa. Perfekt. Sehr gut, Dizzy, der beste Paper Mario Spieler, stirbt in der Overworld. Normal, oder? Oh, hier geht's sogar noch weiter. Leute, ich hab ein Geheimnis gefunden. Das Baumgirl, Background Baumgirl. Oh, das kennt man auch im Trailer, hier kann man angeln. Wollen wir angeln, ist die andere Frage. Ja komm, lass uns angeln, kostet das Geld? Oh, dieser fiese Fisch hat mich mit meinem Glückstein geklaut. Ich hole dir wieder.
Angel greifen. Angel durch Bewegungssteuerung werfen. Chillen, bis sie angebissen haben, wie bei Animal Crossing. Ich hab's bei Animal Crossing gelernt. Ja, guck mal, er täuscht nur an. Er täuscht nur an. Und jetzt! Hier, zurück, zurück! Komm her, du! Komm her! Ich hab dich! Ist das... Ja, wie heißen die nochmal? Cheep Cheeps? Das sind Cheep Cheeps, ne? Süß. Origami Cheep Cheeps. Sogar in der... Im Wasser haben sie die einfach gedünnelt. Okay, ich weiß jetzt aber leider nicht... Shit. Warte, das müssen wir anders machen. Also wir müssen... Na, ich hätte es jetzt gehabt. Ich hätte die in einer Viererreihe machen können. Ich bin zu langsam für so ein Charme. Mein Brain ist einfach zu behindert. I'm so sorry. Oh, Mann. Oh, der eine ist ihm gefallen. Jetzt ist er ein Carpador. Und kann gar nichts machen. Solange sie sich nicht verwandeln, ist alles gut. Aua, was? Die machen Steinschüsse? Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Oh Gott, ich sterbe. Leute, ich sterbe. Oh nö, ich brauche Hilfe. Bitte. I need... Nein, nicht den. I need help. Dahin. Und den dahin. Ich krieg die locker nicht tot. Meint ihr, ich krieg die tot, wenn ich mit den Eisenstiefeln auf die raufdüdel? Oh Gott, das muss jetzt funktionieren, dass die alle sterben, sonst bin ich einfach tot. Wenn die so einen Steinschuss machen. Okay, sie sind alle tot. Holy shit, das war knapp. Der kleine Fisch hatte diese Kugel. Also im Trailer war hier das so ein riesiger, krasser Fisch. Aber vielleicht kommt der erst später. Danke, dass du mir mal meinen Glückstein zurückgebracht hast. Aber irgendwie habe ich gewusst, dass er eigentlich nicht mir gehört. Kannst du ihn zurück in den Tempel bringen? Wohin gehört? Aber sag vielleicht nicht, wo du ihn gefunden hast. Ich angel nochmal. Weil aus dem Trailer weiß ich ja, dass ja auch dieser riesige Fisch eigentlich ist. Und guck mal, da hinten ist sogar so ein leuchtender Fisch. Ein Minifisch. Ist das ein Toad? Ein blauer Toad. Danke! Schwimmen war ganz nett, aber ich wurde langsam knitterig. Ah, ich kann sogar sagen, wo ich hinwerfen will. Nein, dann hätte ich doch den Glitzerfisch mir holen können. Angeln macht so Spaß. Müsste ich auch mal wieder in Animal Crossing tun. Da gibt es bestimmt jetzt auch wieder neue Fische, oder? Da gab es ja jetzt auch ein neues Update. Huch, hi. Hä? Du hast ein Cheep Cheep gefangen? Kleine Fische. Ein Cheep Cheep ist 22 cm lang. Aber ein neuer Längenrekord. Wow. Das fehlt auch in Animal Crossing. Diese Längenangaben. Die gab es früher bei Animal Crossing, aber haben sie jetzt irgendwie bei New Horizons wieder rausgenommen. Finde ich ein bisschen schade. 45 cm. Geil. Habt ihr den Koopa im Hintergrund gesehen? Er hat so, give me this. Please, I want these. Oh, das ist ein riesiger Cheep Cheep. Werden ja mal größer. Das ist ein Cheep, mittelprächtig, aber mit Tendenz zu prächtig. 142 cm. Alter. Na gut, genug geangelt. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich erstmal einen richtigen Köder, dass hier dieser große Typ ankommt. Das wäre aber doch schon mal witzig. Dieses Ding-Dong-Ding-Dong, das erinnert mich auch mega an Animal Crossing, an... alter Kuchen. Der Anfang von alter Kuchen klingt nämlich genauso. Ah, guck mal, den geilen Toad können wir hier sogar noch retten, der einfach verfolgt worden ist. Bitte, hilf mir doch wer! Dieser Feldkumpel lässt mich einfach nicht in Ruhe! Hilfe! Klar. Das ist auch witzig. Man hat ihn zwar schon gerettet, aber die Story geht noch weiter, weil er ja verfolgt worden ist. Also diese Sidequest von diesem kleinen Toad. Das finde ich sehr witzig. Perfekt angeordnet! Und das mit nur einem Zug! Wow! Heftiger Scheiß. Hätte ich dafür zwei Aktionen bekommen, das wäre doch geil, weil ich habe ja nur eine Aktion jetzt benutzt. Und sogar alle gekillt. So, jetzt habe ich dich zum zweiten Mal gerettet. Du bist mir was schuldig. War wirklich gefaltet? Oder war das alles nur in meinem Kopf? Gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz, wie die Vapröhre hier funktioniert. Genau, hier gab es nämlich noch diesen Kampf-Dojo, ne? Den wollte ich mir nämlich auch nochmal angucken. Denn der hat ja noch ein Geschenk für mich. Hey, gehst du gerade Gassi? Du erinnerst dich sicher noch an mich. Ich bin der Tod mit dem Hundestudio, den du vor einer Weile gerettet hast. Meintest du nicht Kampfstudio? Wuff, wuff. Kampfstudio! Ich meine Kampfstudio! Im Trainieren bin ich besser als im Reden. Komm doch einfach rein, dann zeige ich dir alles. Sowas gab es auch in dem Nintendo 64-Teil. Und der hat ja noch ein Geschenk für uns. Aber das schauen wir uns aber beim nächsten Mal. Das ist nicht ein toller Cliffhanger. Bei Paper Mario 64 musste man dann eine Reihe von Kämpfen machen gegen verschiedenartige Gegner. Mal gucken, wie das hier ist. Aber sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.